Die Telekommunikationsunternehmen werben mit hohen Datenraten und schnellem LTE-Internet fürs Handy. Doch in vielen Regionen wären die Bewohner froh, wenn sie überhaupt Empfang hätten. Auf dem Sportplatz, genau in der Mitte vom Anstoßpunkt. Da gibt's ein bisschen Empfang für eine SMS. Gerade einmal 58% der Handynutzer können im Hochgeschwindigkeitsnetz LTE surfen. Wie eine Analyse des Netztestes OpenSignal jetzt beweist, herrscht vielerorts Funkstille, hier an den roten Flecken zu erkennen. Instagram nutzen wir weniger, weil bis wir das Bild hochladen, dauert es ewig. Und ja, manchmal geht es auch gar nicht, das ist halt schon nervig. Damit liegt die Bundesrepublik im weltweiten Vergleich sogar noch hinter Rumänien oder Kasachstan. Auf ihren Wahlkampftouren durch Deutschland merken das nun auch die Politiker. Bin so viel unterwegs wie selten und wundere mich, wie schlecht Mobilfunknetz flächendeckend ist, schreibt Finanzstaatssekretär Jens Spahn über Twitter. Politik und Wirtschaft machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Verkehrsminister Dobrindt fordert jetzt die Mobilfunkunternehmen auf, die Lücken zu schließen. Doch die wehren sich und beklagen, dass ihnen von staatlicher Seite finanzielle Unterstützung fehlt. Solange also keine Einigung gefunden wird, bleibt Deutschland wohl eine Funklochrepublik.